Was passiert, wenn du hier, wenn hier dein Inventar voll ist? Zwingt dich das Spiel dann irgendwas wegzuschmeißen? Weil du hast ja jetzt in dieser Cutscene hast du ja das Armband gekriegt von ihr. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Stell mal vor, zwingt dich das Spiel irgendwas wegzuschmeißen. Nö, Und es wird automatisch in die Truhe gestopft. Ich glaube eher die zweite Option dann wahrscheinlich. gut möglich, ja. Ich meine, hier haben Leute programmiert, die tatsächlich hier besitzen. True that. Alternativ liegt es dann halt wahrscheinlich neben ihr. Ja, ich meine, die Truhe ist direkt draußen, also, ne? For your safety, stand clear until the doors are fully open. Eine Shotgun-Munition mehr, noch ein bisschen Flammenwerfer. Oh, safety, Birken, der ist jetzt schön knusprig braun, also. Aber gut, dass du einen Flammenwerfer mitgenommen hast, den brauchst du hier tatsächlich. Also, Birken ist jetzt schön crunchy. Labor durchsuchen. Ja, geil. Die Quellen allen Übels durchsuchen. Darauf habe ich jetzt noch Bock. Das ist das ist definitiv jetzt noch geil. Wenn hier überall Blut ist, like it's Metal Gear Solid. Hört mich, Snake. Hurt me more. Ich möchte noch mal kurz raus. Ihr seid mir hier dann doch ein bisschen. Heute gibt es Pommes. Schön crunchy. Oh fuck. Halt mal kurz. Ist immer schön, wenn die anfangen komplett zu brennen. Aber nach Möglichkeit solltest du den Flammenwerfer wirklich aufheben. Du ja. wirst schon rausfinden, warum. Es waren mir hier nur gerade ein paar zu viele. Ja, das ist klar. Nur bevor es zur Gewohnheit wird. Ja, das Problem ist, ich habe gerade nichts anderes mehr. Ja gut, dann ich lüge bin, aber noch mal nie rum. Ich bin so ein bisschen. Ah, hier, Bingo. So, noch mal Bad. Boah, ich reiß mich gerade echt hier zusammen, hier durchzulaufen und nicht zu rennen. Ist schlimm, ne? You can't suck yourself! Es geht! Der menschliche Körper ist nicht dazu gemacht, sich selber einzublasen. Das funktioniert nicht. Und jeder Mann hat es mindestens einmal im Leben probiert. Yes, und versagt. Ich glaube, das war ein Licker. Das war ein Licker. Ja? Ich da hat gerade ein Tyrant einen Licker gekillt. Fuck. Naja, gekillt ist so ein geflügeltes Wort. Er hat ihn einfach mal durch gegen geprügelt. Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht für Mr. Raccoon hier meine letzte Munition verballern. Na, ja, du kriegst ja gleich wieder Pulver. Ach komm. Gut. Magst du? Du bist scheiße. Ja gut, immerhin bist du tot. Sackgesicht. Oh, oh Benzin! Einzelnen? Was? Was? Hm? Ich wurde gerade in eine Gruppe reingeworfen. Kochen mit Alina ODKCB. Nani. Was? Mit dem Satz auf vielfachen Wunsch einer Einzelnen. Hä? Hä? What the fuck? Was für perversen Gruppen bist du jetzt beigetreten? Ah, es ist eine Gruppe, damit wir Alina das Kochen beibringen können. LOL. Leg dir ein Kochbuch zu. Lern kochen. Einer meiner Kollegen ist auch so, der kann auch nicht kochen. Bislang der ist jetzt kein Hexenwerk. Der beste Part in diesem Spiel war ja echt immer noch der, wo du vom Tyrant verfolgt wurdest. Also das war so fucking gut. Oh, Schießpulver. Und es gibt Leute, die sich drüber beschweren. Worüber? Dass sich der Tyrant so lang verfolgt. Das ist doch... Ich mag den Druck nicht. Ah, das ist mir zu viel. Spiel fucking Resi 7 und halt dein Maul. Weißt du, im Leben als Horrorspiel bestenfalls mal eine Reboost-Girl-Simulator gespielt. Oh fuck. Wo ist der jetzt? Ach, da liegt er.
Shit. Machen wir so. Durch. Gut, fein. Du gewinnst. 28, das ist gut. Son of a bitch. Ja, fuck, falsches. Sei tot. Sei tot. Ein schöner Tod. Jetzt wird's ekelhaft. Jetzt haben die hier tatsächlich auch noch so Panzerung und all sowas. 2, 3. Nee, nee, der ist einzeln. Achso. 2, 8. Und Chip. This might come in handy. Oh, und Spinde? Hm. Oh, Regulierer? Hm. Bezahlst du für verringert den Benzin-Gasverbrauch? Oh, wow. Das Ding sieht genauso aus wie vorher. Na gut, da hast du halt noch so ein paar Schräubchen dran. Ja, ein paar extra Schräubchen. Muff! Ich find's schön, dass da einfach nur Muff steht. Ich weiß nicht warum. Oh, ja, die Dinger musst du dir allerdings merken. Ich muss mir Muff merken. Du kriegst nachher einen kleinen Kasten, mit dem du Frequenzen einstellen kannst. Mit dem kannst du den Strom wieder einschalten. Ah. Oh, und ich finde diese Geräusche, die machen... Oh, da bin ich ehrlich... Wirklich. Ich mag das mit meinen Ohren gar nicht. Shadow. Ja? Den Chip musst du halt schon kombinieren. Ach so, okay, verstehe. Sowas ist das. Hm. Battleship. Battleship, ein Download. Wo stecke ich das Linkkabel rein? Bück dich. Am meisten hohl. Ich habe momentan auch hier den Classic Skin hier von Claire drin. Gott, ist die Tür. Das Mädchen ist zu mager dafür. ID-Armbänder. Ach, guck mal, jetzt, ne? Besucher, Mitarbeiter, Führungspersonal. Elektronischen Chips. Ja, okay. Wäre ich mal vorher hier hingegangen. Ja, gut. Dich zieht's halt automatisch erstmal in die erste Tür rein. Ja. Man will erstmal erkunden. Erstmal kündigen. Erstmal kündigen? Erster Tag in der Stadt. Ah. Nope. Wie viel Magnum? Ich habe 12 Schuss, das ist nicht viel. Plus 5 drin, das sind 17. Ach, die wirst du noch alle brauchen. Ja, ich weiß, deswegen war am Überlegen, ob ich sie mitnehme, aber habe dann mich für Nein entschieden. Oh, Steel Boy. That's some big boys. Bitte, Boy. Die Waffe klingt auch so geil. Karte des Labors, nice. Ich hab im Schlafraum... Ah ja, stimmt, ich hab im Schlafraum vergessen, den Dings. Hier hat jemand Pizza gehabt! Und ganz arg gekleckert. Mhm, ganz gut. Der hat ja aber echt mega gekleckert hier. Aber es ist echt interessant zu sehen, wie die hier versucht haben zu leben. Mhm. Das ist echt cool. Ist das nicht komisch, dass jede zwielichtige Organisation einen riesen Untergrundlabor hat? Tatsächlich ja. Wobei man sagen muss, hier haben sie tatsächlich im Remake mal ein bisschen glaubwürdig gearbeitet, weil es tatsächlich aufgefallen ist, wegen den Bauarbeiten. Mm. G-Virus ist in der West-Area. Okay. Mein bester Freund ist da. Mein bester Freund. Hau dir einfach noch mal, wir sind keine Freunde. Wir sind keine Freunde, ich hasse dich. Schlau, ich schlag dir jetzt ins Gesicht. Scheiße. Jetzt muss ich einmal rennen. Ich werde dir jetzt ins Gesicht schlagen. Ganz hart. Und du wirst hard. Es mögen. Hart. Führungspersonal. Ich gebe dir gleich Führungspersonal. Mein Führer. Alter, hör auf damit. Lass das. ich genieße gerade wieder das Labor. Es sieht richtig schön aus. Es sieht richtig geil aus.
Scheiße, meine Tastatur. Oh, fuck. Deine Tastatur. Ja. Sie tut Dinge. Er hat keine Angst vor Hühnern. Dingelbob. Dingelbob. Ja, ich werd jetzt vom Tyrant gerade zu Tode gepammelt. Ja. Ach Keks, wann wirst du mal nicht vom Tyrant misshandelt? So. Ne, weil auf einmal meine Tastatur auf einmal nicht mehr anerkannt wurde. Ach du arme Seele auf Toast. Mhm. Weißt du, für S-Rang nur dreimal speichern. Was hab ich? 38. Ich habe bei Claire und bei Leon irgendwie was mit 15 Mal gespeichert. Ich bin einfach paranoia-penetrant. Penis. Wenn ich Pech habe, muss ich halt jetzt ganz viel neu machen. Was ist das denn für ein Spaceboy? Poison Ivy looking motherfucker. Erinnerst du dich noch daran, als ich vorhin sagte, den Flammenwerfer brauchst du noch? Oh. Nicht für das Pflanzenvieh. Der hat auf jeden Fall das, was ich will. Jesus. What happened here? Stehst du auf fancy Musik? Na, nie. Geh mal in den Nebenraum. Komm, ich mach mal wieder die Augen. Ach du Scheiße. Ich bin der Kammerjäger. Oh Gott. Die Musik. Kleiner Tipp am Rand. Ja. Die Viecher kriegst du permanent nur auf zwei Arten klein. Entweder du schießt die Bubbles weg, was ihn nur noch schneller macht, oder du röstest sie. Oh mein Gott! Oh Gott, was sind das denn? Ivies. Oh Gott, sind die Viecher ekelhaft. Oh ja, und die Musik. Willkommen in der Hölle. Gott, das ist ja fast so schlimm wie Regenerados. Lass dich doch mal von einem knuddeln. Ich möchte nicht mit denen kuscheln. Also, wie habe ich es auch genannt? Diese erinnern mich an die Leech-Monster. So ein bisschen. Das sind meine Leeches. Dispensing Solution now. Lösung wird zerstreut. Okay. Das Schlimme ist, es gibt ein Achievement, wenn du einen umlegst, wenn du nur die Bubbles abknallst. Und mit jeder Bubble werden die Viecher noch schneller. Mensch, ich verzichte. Danke. Warum? Weiß nicht, was ist das denn? Ah, Input Pac-Man. Nee, Nap-Nap, das sind die Ivies. Das sind jetzt halt umdesignt. Im Original waren es halt da Pflanzen, wo halt mit dem Blütenkopf rumgerannt sind. Das sind jetzt halt eben Pflanzen, wo in einem Korbus wachsen. Das sind Veganer. Die aggressivsten Veganer, die ich je gesehen habe. Mhm. Du machst über Veganer lustig. Meine Güte. Nein, wir machen uns nicht über die Veganer lustig. Wir rösten sie. Im Flammenwerfer. Ja. Oh mein Gott, sind die disgusting! Ja, gut, das alte Design hat auch was für sich, aber seien wir ganz ehrlich, es sieht trotzdem geil aus. Oh mein Gott, sind die Biester disgusting! Oh ja. Alter, die sehen aus wie fucking Pinhead! Nur ohne Pins und mit weniger Head! Oh. Grüße aus dem Sumpf. Tisch, Pause, was auch immer das ist, Tisch. Du solltest vielleicht was zum Rotieren holen, jetzt wird's so lustig. Oh shit, warte mal. Ich mal mir das Lester, mal kurz nach. Bitte! Pausier besser. Green Fire Triple, danke dir für den Sub, mein Dude! Für 11 Monate! Okay, ich hab's. Okay, wenn man sich das anguckt, ist ja pausiert zum Glück. Hm. Oh Gott, die Viecher sind arg disgusting. Oh, scheiße. Ja, der Flammenwerfer ist toll. Der ist richtig, ja, der macht Spaß. Ist aber, ich find's erstaunlich, wie viel Flammenwerferzeug du kriegst. Mhm. Nee, nicht Flammenwerfer, wie viel blaues Kraut es in diesem Spiel gibt. Die Viecher hauen dir auch Giftschaden rein.
Ah, there we go. Deine Frage, was ist schlimmer für dich? Resi 2 auf Veteran oder DMC 1 auf Dante Must Die? Das normale Devil May Cry 1 ist schon auf Dante Must Die, weil das Spiel fucking trash gebalanced ist. Also ja, ich habe keine Ahnung. Ich würde beides nicht machen. Ich will erst mal kurz gucken. Auch vor allem die Musik ist so unglaublich disturbing. Es ist so fucking gut gemacht. Das ist halt auch noch so ein Ding. Die Musik ist richtig gut gemacht. Kann ich da raten oder was? Mann, nee. Gehen wir doch irgendwie raus. Unkrautvernichter-Synthese. Unkrautvernichter-Synthese für Gewächs 43. Ja, Kartusche im Lösungsmittel platzieren. Erfordert die Menge UMB Nummer 21 PE einfüllen. Hm. Muss ich mir sagen? Ich schreibe mir das mal auf. Sekunde. Nö, musst du nicht. Nee. Umgehend kühlen. Gewechselzeit Beeindruckungswachstum sollte in der Folge geschehen, wäre es schwer zu kontrollieren. Im Fall eines unfairen Vorfalls soll ein Vorfallvernichter werden, um den Schaden möglichst gering zu halten. Oh, just fucking kill it with fire. Yes. Bum bum. Ist es halt wie folgt, du musst jetzt den Code finden, den findest du halt auch wirklich noch. Dann machst du das Ding auf, steckst die Kartusche rein, mischt alles durch und dann kalt stellen. Kalt machen. Hm? Ist immer noch was? Na, die Station wird halt nochmal als rotes Objekt angezeigt. Achso. Achso. Okay. Ich hab noch eine Aufgabe. Nani. I'm at soup. Oh, vor allem wie die klingen! Ich meine, Keks hat erwähnt, dass die Insta killen. Ich hab von denen noch nicht tropfen lassen. Oh shit! Wir werden's nicht rauskriegen. Halt mal kurz. Oh, du hast mit der Pumpgun drauf. Schwerer Fehler. Ja, ich hab nicht nachgedacht. Also hab ich weitergeschossen aus Panik. Gib mir das her. Aber du hast bemerkt, wie agil die plötzlich werden, wenn du so eine Bobble triffst. Ich wusste nicht mal, dass ich eine Bobble getroffen. Die stehen wieder auf? Wenn sie nicht schwarz geröstet sind, ja. Oh, Tits. Ich habe keinen Flammenwerfer mehr. Dann rennen. Ruhig. Gute Idee. Finde ich super. Ah. Nee, die werden tatsächlich auch schneller, wenn man auf die Bobble schießt. War nur kurzzeitig, aber sie werden agiler. Ich hab's auch schon mal ausprobiert. Danach nie wieder. Danach nie wieder. I never did this. Also ich halte die Viecher direkt auf Abstand. Die lasse ich erst gar nicht an mich ran. Hm. No fucking terrifying. Brr. Gut, es ist wieder alles dunkel. Das mag ich ja am liebsten. Es ist dunkel, ich verstehe das nicht. Ach, kein Strom. War ja klar. Mensch, hättest du jetzt ein Device, mit dem du Strom machen könntest? Schwer. Hm. Keine Ahnung, was du mir da gerade mit sagen willst. Bisschen Foreshadowing. Ah. Eine Trophäe. Sehr schön. Ja, nicht nur. Stimmt eigentlich. Ein Code. Mensch! Müsste ich eigentlich wieder zurück? Oh ja. Jetzt gehst du erstmal schon das Treppenhaus. Murf! Murf. Irgendwo gab's auch noch den Urf-Mode. Ja, Urf. Urf gibt's auch noch? Ja. Urf kannst du auch noch einstellen. Freu dich drauf. Oh, hi. Ach ja, die gab's ja halt auch noch. Zwei. Und normale. Oh ja, wunderbar. Das ist doch gerade nicht gesund. He's still alive?
ja. Jetzt wird's gerade lächerlich. Ah, die Schlecker. Oder meint er unseren wunderschönen Freund mit dem Hut? Nein, nee. Die Schlecker. Die hat er ja doch gar nicht. Im besten Falle die Tür leicht aufmachen und die Granate reinwerfen. Hier, halt auf! Ich hab zwei davon! Ich muss mich gerade richtig zusammenreißen, nicht zu rennen. Shit. Wieso schenkst du dem Kerl einen Messerblock? Ich weiß es nicht. Der andere steht mitten in der Tür. Wie so ein Wichser. Naja, wenn die Tür offen ist, kannst du eine Granate reinkegeln lassen. Auch wieder wahr. Das ist eigentlich so die beste Strategie gegen den ganzen Mob. Ach Mann! So. Gib mir meine beiden Messer wieder, du Wichser! Sehen aber nett aus, oder? Oh shit, noch ein... Noch ein Keks, was ist passiert? Noch ein leckender. Der ist... Wo ist sein Kopf? Durch die Wand durch. Da ist sein Kopf. Was hat das böse Monster mit dir gemacht? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Hat er Krapschi gemacht? Nee, der ist da unten beim Verhörraum, war ich. Oh. Auf einmal. Oh, meine Güte. Kommt Mr. X durch die Wand durch. Oh, yeah. Oh. Hat du etwa Krach gemacht, Keks? Nein. Hast du ihn geärgert? Ich hab ihm, glaube ich. Nee, dem habe ich, glaube ich, noch nicht sein Hütchen weggeschossen. Ja. Hast du etwa Späß über seine großen Füße gemacht? Nein. Hast du ihn Captain Stampfi genannt? Captain Stampfi? Nee, ich nenne ihn immer nur meinen besten Freund. Er ist mein bester Freund. Freunde brechen nicht durch Wände, um dich zu erwischen. Er wollte mich, glaube ich, nur. Nein! Kriegen. Schon wieder. Warum hast du denn immer Granaten draußen liegen? Wollt doch mit dem Messer. Doch zwei davon, die kaum noch was haben. Mann, ich hasse es, wenn das passiert. Naja, du kannst immer noch einen Messerblock basteln. Ja, ich kann mir noch mal einen Messerblock zusammenstellen. Oh Gott, das will. Oi. Halt mal. Nein, 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 nein. Mein Messer ist kaputt. Nein. Und das andere, was in ihm steckt, ist wahrscheinlich auch kaputt. Na toll. Renn, Leon! Verdammte Hacke! Renn! Oh Gott. You fucking kidding me? Jesus. Rip-Messer, wir werden dich nie vergessen. Komm, ich spiele das Teil- und Vermeidungsspiel. Untersuchen. Nee, pack die. Leck mich doch am Sack. Nimm. Ah, ja. Da guckst du dich mal an der Wand um. Da kriegst du jetzt dann gleich was. Ah, hier ist ein Spind. Oh, Munition. Naja, nicht nur. Shit. Jesus. Mit hier seine Unbekannten. Alle sind verwandelt, Pflanzen geworden. Sie kommt so immer wieder. Es ist scheiße. Verbrennt sie alle, verbrennt sie. Böse Körper schwarz wie Asche sind auf dem anderen Weg. Gib es nicht. Ja. Ah, okay. Signal. Jetzt kann ich Orf, Murf und Gurf machen. Ja, dann kannst du unten jetzt dann eben dann die Frequenz einstellen und Strom machen. Und das ist halt auch gleich vor Ort ein Safe Point. Ist das jetzt der Kerl von unten gewesen? Ist der mir... Nee, Sekunde. Ist das der mit dem... Oh, das war der Wichser. Gut, wenn ich schon mal hier bin. Shit, ich bin in der Sackgasse. Fuck. Machst du wieder das Moped? Gutschewa, Judai, moin moin. Oder Nabend.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch der Penner. Denn mir geht so die Munition aus aktuell. Ja, ja, also wenn du unten jetzt den Strom einschaltest, hast du halt noch den Serverraum freigeschaltet. Da liegt auch noch Munition und ein Messer. Das kann ich gut gebrauchen gerade. Wenn es ein Messer ist. Hol dir das am besten erstmal. Und dann kann ich ja hier rum wieder, um den anderen Pass-Scheiß zu holen. Oder du kletterst halt die Leiter wieder hoch. Ja, aber da sind die ganzen Viecher. Ja gut, also, auf dem anderen Weg musst du nochmal durch den Raum, da kommen auch immer zwei. Ja, ich muss so durch den Raum, ja, aber... ne. Ob du jetzt halt durch den Raum gehst oder über den Steg? Ich bin nur gerade froh, dass ich den Raum hier geklärt habe. Mhm. Weil das hätte schwierig werden können mit Lickern und, ne... Wenn Murf das deine einzigen Sorgen sind. Benutzen. Error. Also ich muss vorher Murf. Ja, du musst das Ding erstmal im Inventar aufmachen, dann auf Murf umstellen, die Frequenz einstellen, dann wegpacken und dann reinstecken. Ist ein bisschen wie dieser Trends-Einsteller bei Batman. So, jetzt wundert der Tyrant sich, wo ich bin und... Gott, ich bleib den Tyrant abgehangen. That's a good Murf. That's a good Muff. Bin gleich wieder da, ich mach mal kurz was zu essen. Man, Muff? War das nicht Muff? Muff, das ist ein Unterschied. Seit wann machen wir einen Unterschied zwischen Muff und Murf? Na, das war der Welt, dem es bei Umbrella installiert wurde. Tatsache, da oben steht Murf. Das Geräusch ist auch überhaupt nicht nervtötend oder so. Stell dir mal vor, du müsstest die Scheiße machen, während der Tyrant in der Nähe wäre. Der hat keinen Bock mehr, dich zu verfolgen auf einmal. Was treibst du da? Ich finde keinen Radiosender. Hör auf zu drehen. Niemals. So, hier. Have some Murf. Urf. Oh. Sehr schön. Sogar die Vending Machines funktionieren wieder. Oh, Serverraum. Oder Kühlraum. Na, du hast doch zwei Räume. Achso, ja, einmal der Vorraum hier. Und einmal dann der nächste. Och nö. Welcome back, Dr. Lee. Bin ich Dr. Lee, hör auf so mit mir zu reden. Posteingang. Ich durchgewinne, was ist der Teufel los? Oh ja. Sie wollten natürlich nichts von Nerds. Oh, wow. Oh, bitch, please, jetzt sind wir alle tot. Wer ist jetzt der coole Typ hier? Ich bin jetzt. Cool, ich bin jetzt der Nerd. Mm. Alle Coolen sterben früher. Who left the freezer open? Oh, schön kühl hier, ne? Ach, warte mal, hier. Ich meine, bei so einer angeschossenen Schulter ein Kühlpack? Error? Error? Ein ja, Rohr? Du kannst nichts kalt stellen, was noch nicht befüllt ist. Ach so, ja, stimmt ja, da ist ja gar nichts drin. Da ist ja gar nichts drin. Oh. Weil sonst liegt hier auch nichts, ne? Nö, der Raum ist halt nur rot wegen der Maschine. Ach, Tits. Titty Sprinkles. Aber hier. Oder gehört. Nee, die gehören nicht zusammen, die Räume, ne? Hm? Oh, ah, hier, warte mal. Spinde? Nee, auch nicht. Hä? Hat meine Inkompetenz schon wieder keine Grenzen? Muss doch irgendwas sein. Hier muss sie ja eh nochmal hin. Dann kann sie ja direkt danach sehen, ob es nochmal rot ist oder nicht. Hm, genau. Ja, vorher, es gäbe da Gegner wie Regenerados. Gibt es doch! Ne? Die Ivys? Ist ja auch ein. Apropos. Oh Gott, die machen auch diese Klackergeräusche. Ey, nee. Hier, Schluck. Ich habe gerade keine Zeit für sowas.
Und deren Musik, ey. Oh ja, die Musik ist schön. Musik ist so nervenaufreibend. Oh Gott, okay. Warte mal, hä? Achso, das ist der Raum. Ich speichere nochmal. Ich bin wirklich nicht... Mein Magen ist wirklich nicht in der Laune, Dinge 10-mal zu machen heute. Hören Sie an wie Klicker, ja, sind um einiges interessanter und weniger unlogisch. Sagen wir mal ehrlich, The Last of Us war ja an sich ganz witzig. Bis auf den Fakt, dass das Worldbuilding absolut bescheuert war. Wenn du mal 2 Sekunden drüber nachgedacht hast, macht das absolut fucking Sinn. Jesus! Die Reichweite von denen! Ach, guck mal, da ist der Instant-Kill-Move. Hello. Sie haben mir den Kopf abgebissen. Hä? Gut, dass ich gespeichert hab. Jetzt sah es aus wie ein Original-Ivy. Oh Mann. Ich hab doch Hunger. Gut, dass ich gespeichert hab. Gut, dass du den Serverraum unten komplett ignoriert hattest. Hä? Da waren 2 Räume, die du freigeschalten hattest. Du warst nur in einem. Echt? Ja. In dem anderen wäre halt noch Munition im Messer gewesen. Da oben Serverraum, Tatsache. Okay, back to the basics. Das heißt, ich muss nochmal an dem einen Vieh vorbei. Ja, das ist jetzt wunderbar. Wie soll ich an dir vorbeikommen? Ja gut, zum Zeugkühl musst du da ja irgendwie drin machen. Die greifen mal in echt und es ist ein Insta-Kill. Wow. Das ist ein bisschen redonkulous. Nein, ich möchte nicht deine fucking Assistant-Scheiße. Alter. Aber sie sehen echt hübsch aus. Nabberzeug? Nee, ich brauche was Richtiges. Ich muss was Richtiges essen heute. Aber mein Zahn fühlt sich immer noch so richtig merkwürdig an wegen der Füllung. Fühlt sich richtig scheiße an. Versuch's nochmal, mal gucken. Ich frag mich gerade, ob man sich die Viecher im Garten halten kann. Aber versuch's doch. Oh Junge, die zeugen hier Jomas. Die machen echt, das macht die echt schneller. Jesus. Warte mal, man muss also alle ihre Bubbles killen, ne? Für das Achievement auf jeden Fall. Ich hab jetzt einfach mal. Ne? Und hat, glaube ich, überhaupt nichts gebracht, aber gut. Also laut Achievement-Beschreibung, mach eine Ivy kampfunfähig, indem du auf die Bubble schießt. Aber ich glaube, auf dem Rücken haben die noch welche. Ach, shit. Keine Ahnung. Also im Prinzip, so der Vergleich mit dem Regenerator, das ist da gar nicht mal verkehrt. Was war das denn gerade mit dem Licker? Leck, 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 leck. Der hat gemerkt, oh, Herrchen kommt zurück. Wow, und hier unten ist eine fucking Schreibmaschine. Oh, hier ist Benzin. Benzin! Ich sag dir ja Munition. Kann ich? Wow. Hä? Was habe ich jetzt hergeschickt? Ich habe Magnum-Munition. Ach ja, stimmt ja. Zweimal derbe ist ja Magnum. Wirst du aber gut brauchen können. Also ich muss in den Schließfachraum rein. Wieso ist hier unten ein Safe Room? Passt denn die so? Wurde gerade 2-mal die Rübe abgebissen. Frag dich nochmal. Ja, aber da oben war doch einer, also why? Weil du hier ein paar Mal rumrotieren musst, um das Zeug dann noch zu kühlen. Und wegen anderer Gründe. Geck. Der Licker, ey. Der hat echt den Spaß seines Lebens. Ich bin tot, Motherfucker. Du kannst mir gar nichts. Ja, weißt du, das Ding. Das Ding hast wird du jetzt... Munition in der Pumpgun? Ja. Hey, wo ist denn der jetzt hin? Ist der da? Ich glaube, der ist weggelaufen. Nee, der ist noch da. Nee, oder? Der ist doch jetzt hier. Nee, okay. Ich glaub, okay, irgendwo matscht der durch die Gegend. Ist mir ehrlich gesagt gerade scheißegal, wo.
Irgendwo war der durch die Gegend matschen. So, und um dich kümmere ich mich diesmal sogar tatsächlich. Ich glaube, ich habe ihn gerade in der Kamera hinter dir gesehen. Der war seitlich einmal am Rand. Also ich gedacht, geile Wand, geile Vertiefung. Das ist geil, das ist geil, das schmeckt. Ich habe da gerade nur irgendwas hinter mir gehört und ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, was. Warte mal. Wo war jetzt nochmal der... Ach, da war hier gewonnen. Ja, auf der Trophäe, genau. Ist das jetzt so rum oder so rum? Mach jetzt mal... Nö, da zeigt er das ja nur in einer Richtung. Shit. Zu dumm, eine Kanne Milch zu holen. Warte mal. Richtig. Ich kann mir das gerade echt nicht merken. Ich weiß... Ach, Menno, werter Tyrant, ich wollte mit dir spielen. Zwei L-Blöcke, ein Strich mittig, grober Bobbel oben und ein kleiner, dicker Bobbel. Nee, warte, das... Das ist echt so blöd. So, dann... Ich habe meine eigenen Notizen so scheiße geschrieben gerade. Tetris ist stark in ihm. Ich habe meine eigenen Notizen so verkackt geschrieben. Bin gleich wieder da. Was mache ich denn? Bin ich gerade echt so dumm zum Kacken oder was? Was musst du denn machen? Dieser blöde Code von der, von dieser Trophäe. Moment mal. Habe ich das bei mir noch auf meinem Zettel draufstehen? Ich bin gerade echt zu blöd. Das hier? Ne, warte, erst. Das ist der falsche Zettel. Der hier. Der hier. Der hier. Das hier ist. Ja. Polizeirevier. Ich bin echt zu inkompetent. So, was habe ich damit jetzt angemacht? Greenhouse Control Room. Entweder hast du damit jetzt die Mischstation freigeschalten oder die Leiter. Nee, die Leiter habe ich schon. Dann hast du die Mischstation freigeschalten. Empty cartridge. Refilled with treatment solution. Ach so. Ja, aber... Hä? Ich habe jetzt hier irgendwas... Oder habe ich jetzt das Testlabor? Ich habe das Testlabor da oben jetzt. Okay. Oh Gott. Der Tag war lang. Ich war beim Zahnarzt. Lasst mich bitte in Ruhe. I have no time for Unkraut. Ach so. Manual mode engaged. Nani. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Badababa. Badaba. Achso, warte mal. Der Tyrant, der campt bei mir. Hast du gerade den Tyrant des Campens beschuldigt? Ja. So. Das ist gemein. Ja, ist es, aber er tut's aber auch. Shadow Camper hat sie gesagt. Wie groß ist denn die Kartulle da? Hä? Welches davon ist denn die Kartulle? Du musst einfach nur das Ding so füllen, dass der Laserring da abgepasst wird. Laserring? Hat ein Laserring? Dieser rote Ring, den du da siehst. Oh, hau deine Farbblindheit rein. Jetzt sehe ich den, ja. Ach, da. Da war ja halt was. Das ist grün und rot. Ja, das ist grün und rot. Da kickt meine Farbblindheit rein. Ja gut, da bist du gehandicapt. Da kannst du nichts für. Ja, wieso geht das nicht? Ach so, weil das immer nur von da nach da. Nee, das war falsch.
2, wenn du den ganz kleinen nochmal voll machst, könnte gerade reichen, wenn du dann noch das große zu hast. Wenn man das mit irgendwie nur in acht Zügen schafft, bekommt man auf jeden Fall ein Achievement. Ja, das habe ich auf jeden Fall nicht. Jetzt sehe ich den Ring auch natürlich. Hast du solche Rätsel, by the way? Richtig abfuckt wird's halt später, wenn du den zweiten Durchlauf spielst, dann ist das Ding nicht von der Höhe anders. Doch nicht so rum. Wieso macht er das dann wieder so? Ich mag das Rätsel nicht. Gibt's einen Skip-Button? Ich hab jetzt einen USB-Dongel. My inner struggle is real. Ich stehe mal nicht so ganz. Ist das jetzt von. Geht das immer nur von da nach da oder auch mal von da nach da? So. Also der füllt nur von links nach. Von rechts nach links. Na gut, das macht jetzt auch jetzt macht das auch auf jeden Fall mehr Sinn. So. Jetzt. Das könnte hinhauen. Verdammt, ich hab kein Medipack. Yes, okay. Ja, in 8 Zügen? Ja, das, wie viel waren das? 80? So, und jetzt zurück. Ah ne, es muss gekühlt werden noch. Also muss ich jetzt nochmal zurück. Nochmal an den Fickern vorbei. Wobei es jetzt, glaube ich, schlauer wäre, wenn ich die Treppe nehme. Was auch schwierig wird, weil er hier da ist. Aber gut, ihn hier kann ich vielleicht outplayen. Ja gut, du musst ja nur da runter. Okay, die beiden hier sind crispy. Das ist nur der eine, glaube ich, der hier ein Problem ist. Na gut, dann wann fallen mal welche noch runter? Aber gerade eben hast du Ruhe. Ja, nee, dann ist gut. Dann kann ich hier runter. Das geht auf jeden Fall sicherer, als wenn ich jetzt, Ich versuche den anderen Weg zurück zu... Ist also generell eigentlich kürzer hier. Und sicherer. Und jetzt den ganzen Scheiß einfrieren. Yay! Yay! Oh, der Kleine freut sich gar nicht mehr, dich zu sehen. Nö, ne? Oh. Der hat jetzt schon keinen Bock mehr. Dann hast du es so arg mit Scoobies Maggies gefüttert. Ich bin ganz ehrlich, liebe diesen aktuellen Scooby-Doo-Meme. Weil es mich echt wundert, dass das erst jetzt mal getrendet ist. Wie viele Jahre haben wir die Filme jetzt hinter uns? Lange. Ich find's schön, wie wir die gesamte Sequenz sehen dürfen. Kannst du auch überspringen. Ich weiß, aber ich sehe das gerade gerne. Was denn? Ja, so. Hat sowas von UFO-Catcher, wo du gewinnst. Sie haben gewonnen. Gift. Achso, muss ich das jetzt innerhalb von Zeit wieder zurückbringen, oder? Nein. Ich bin auch schon eine ganze Weile mit rumgetümpelt. Aber es gibt ja auch hier großartiges mehr, wo du abgrasen kannst. Na eben, hier ist ja jetzt durch. Was hat ich ja examiniert? Unkrautvernichter. Eine ganz große Pulle Unkrautvernichter. Er könnte auch hier regelmäßig auf die Pflanze spucken, damit sie eingeht, aber... Oh, bitte sag mir, der campt jetzt nicht davor. Wer? Nee, tut er nicht. Der Ivy. Good old Ivy. Ich hatte die Befürchtung, der campt jetzt genau davor.
Jetzt. Na, wie gesagt, ich habe gerade immer noch. Keks hat Spaß. Ja, mit unserem Freund mit dem Hut. Captain Hütchen. Ja, Captain Hütchen. Captain Get fucked, Viecher! The Fourth Survivor. Ich glaube, die DLCs. Weiß man schon, wann die rauskommen? Die DLCs? 15. Februar. Oh Gott, ihr wollt echt, dass ich keine ruhige Minute mehr habe, ne? Ja, gut, wenn sie so qualitativ genauso gut sind wie dort, warum nicht? Unterm Strich ist dann halt Content. Oh nein, ich werde Konsequenzen davon tragen. Bitte nicht. Chip. Oh oh. Och, nicht dein Ernst. Denke ich mir gerade auch. Nein! Hab ich noch ein Messer? Ja, ich hab noch was. Hier, halt mal kurz. Bye bye. Aber verwende euch jetzt gerade vor Survival. So wieso? Ist er jetzt. Hä? Wie ist denn er da hingekommen? Oh, Kang. Scheißegal. Oh, ist mir doch scheißegal. Scheißegal. Scheißegal, mir egal, da la la la. Oh, du bist ein Scheißvieh, weißt du? Natürlich! Ach komm. Tyrant? Natürlich nicht. Bitte sag mir nicht, ich muss jetzt alles nochmal machen. Oh, bitte sag mir nicht, ich muss jetzt alles nochmal machen. Oh, bitte nicht. Mann, weil die fucking Grab Range von denen so übertrieben ist. Wo starte ich jetzt? Hey Sheriff, willkommen zurück. Oh, bitte sag mir nicht, ich muss alles. Welcher Part ist das jetzt? Was hab ich jetzt? Okay, ich hab den Unkrautvernichter. Gut, das war ein Checkpoint. Oh Gott. Eigentlich musst du dir das Ding schnappen, dann direkt wieder aus dem Ding rausgehen. Den Botanikbereich verlässt er nicht. Ja. Ist leider nicht so einfach, wenn Ivys da noch rumlaufen. Ich hab vor allem der eine. Ich hab grad Fun mit our best friend. Dass du dich vor dem immer noch erschreckst, wundert mich. Jero, wie gesagt, mach dir da jetzt keine Vorwürfe. Dir nimmt da jetzt keiner das Übel. Mann, die Grab Range von den Viechern, ey. Das ist ja lächerlich. Komm. Komm, pose wenigstens. Ja, pose halt nicht diesmal, du Sackgesicht. Oh, Mann. Och, Mensch, was soll denn das jetzt? Ich hab doch nix. Was soll ich denn machen? Kann nicht irgendwo anders hin. Der macht echt diese unmotivierten Klimmzüge und kommt dann nach oben. Na, immerhin ist hier ein Checkpoint, Alter. Ich hätte richtig abgekotzt, hätte ich jetzt hier alles nochmal machen müssen. Maps. Na toll, da ist natürlich auch nirgendwo Safe Room. Fick dich, Leka, nicht jetzt. Ich habe gerade keine Zeit, mit dir zu spielen. Kann man die Viecher noch irgendwie an... Vor allem, wie kommt er von hier? Springt er da einfach komplett rüber? Der springt rüber. Der bricht dir durch die Scheibe. Ja, ich habe auch nichts an Munition, um an dem vorbeizukommen. Ich kann also jetzt mal hoffen... Ah ne, warte, das Feuer hat jetzt... Hi. Das Feuer pennt. Ich könnte natürlich auch einfach den Weg da unten lang gehen. Gut. Keine Idee, aber versuch's nochmal hier längs. Es ist halt jetzt der eine hier. Der Penner. Ich habe absolut nichts an Munition. Kann ich den irgendwie auf die Beine... Nee, das macht sie nur wütend. Renn einfach. Ja, wie denn? Die haben eine Grab-Range. Das...
Guck dir das an! Diese Grab Range! Hier, halt! Spiel mit dem! Ist auch so ein Wichser wie du! Hä? Oh, hier. Okay. Oh, ich wollte gerade sagen. Oh ja, also, wenn gleich ein Bosskampf kommt, das wird witzig. Und du hast auch noch den Magnum. Die hole ich mir jetzt auch. Ich bin hier gerade an der Dings, ne? Mein Flammenwerfer ist leer, also von daher. Ja, meine Shotgun, für die habe ich jetzt kaum Munition gefunden in letzter Zeit. Mach die Truhe auf. Dankeschön. Wegpacken. Nimm die Magnum mit. Ich packe jetzt die Shotgun beiseite erstmal und nimm die Magnum mit. Inklusive der Munition, just in case. Bei Shotgun-Munition habe ich aktuell keine. Also warum soll ich die weiterhin mitnehmen? Solange ich keine finde. Nee, das Spiel ist an sich voll geil. Die Viecher haben nur eine asoziale Grab-Range. Also die Hit-Detection davon ist echt irgendwie scheiße. Nee, was das Messer angeht, das ist ein Verteidigungs-Item. Wenn du das in Gegner reinrammst bei der Verteidigung, bleibt da stecken, bis du es wieder aufsammelst. Mhm. Kann auch halt auch kaputt gehen. Musst du neu suchen. Ach ja, ich habe den Kram noch nicht kombiniert. Ach warte, ich könnte ja auch noch mal kurz zurück und Muff machen, oder? Kannst du machen, solltest du sogar. Ja, sollte ich auch. Map, map. Nerv, Arsch. Dumbi, 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 dumda, dumda. Generell mit allen Verteidigungs-Items kannst du die Ivys verhindern, dass sie dich instant killen. Muss halt nur gucken. Verbrauchen denn halt noch. Beziehungsweise beim Messer ist es dann halt so, dass es dann halt, ne, kriegst du erstmal nicht wieder. Es sei denn, sie geben es dir so freiwillig. Was sie nicht tun. So, was haben wir halt hier? Wie viele Messer man in so ein Vieh reinrammen kann. Cool, hier haben wir Muff. Muffensausen. Die habe ich. Warum auch immer du immer noch Schiss vor dem hast. Hier. Ja, ich bin halt ein sehr schreckhafter Mensch. Have some Muff. Du bist ein sehr schreckhafter Hamster. Das auch. So, warte mal, jetzt ist ja hier Licht an. Ach so, oh. Noch eine Gürtelta. Nice. Platzverschwendung. Du hast auch Maximum an Tragetaschen. Ja, geil. Und dann kommt Edward mit dem Fuckface um die Ecke. Komm, Leon, das schaffst du noch, bevor Tyron kommt. Okay, fuck you. Ah, du hast Dr. Lee gefunden. Ja, das, was von ihm übrig ist. Mein Gott, Blut überall, okay, vorher, ein Tod, schwarz, nee. Mein Gott, warum? Warum schreibt er sowas? Weil er ein Genie ist. Er ist ein Genie, ein Gott, ich werde nicht sterben, ich werde... The End. Er war so ein Genie, dass er unbedingt sein Armbändchen retten musste. Eieiei. Ich hab auch an nichts mehr, ich hab absolut nichts mehr an Munition. Ich bin completely ausgelutscht. Na, zum Glück hast du ja jetzt einen neuen Weg freigeschalten. Mal gucken, was da kommt. Ja, wunderbar. Ich bin optimistisch. Westbereich. Also angeblich der Bereich, wo der fucking G-Virus rumpimmeln soll. Wer weiß. Oh Gott, ich hab... Wie viel hab ich? Ich behalte die mal in der Hand, weil ich gerade nichts anderes hab. Ich hab 20 Schuss Magnum. Mehr nicht. I got nothing. Ja, für einen Augenblick kommt ja jetzt nichts über den Weg. Ich hab auch nichts, was ich für nichts benutzen könnte. Naja, du kannst deinen Kopf reinstecken, bis es erstickt. Das könnte ich tatsächlich. Nimm mal ein Erste-Hilfe-Spray mit, just in case. Ist immer eine Idee. Aber ich hab noch eins davon jetzt über, also von daher. Boah. Schaden tut's definitiv nicht. Schaden tut es definitiv nicht. Access denied. Ass is denied. Dein Arsch wird abgelehnt. Woher der Tyrant weiß, wo ich hier bin? Ich dann den Hahn. Was kommt jetzt? Hm? Er kann euch riechen.
Eine Dusche täte Lien gut, allerdings ist er ein Gamer. Eine Kassette, wunderbar. Das ist eine Granate. Hm, nice. Na, du findest noch ein bisschen Munition, keine Sorge. Während hier irgendwas sämtlichen Kram... Hier ist noch eine Truhe, okay, ist okay. Os. Okay, ich brauch Os. Urs. I have some Os. Hier. Ab Os. Gut, dass ich Os bei mir hatte. Der Zauberer von Os. Zauberer von Os. Okay, jetzt brauche ich das Ding auch nicht mehr. Weg damit. Mhm. Ich kann aber erstmal ein Video gucken. Let's watch together. Hoffentlich ein Porno, hoffentlich ein Porno, hoffentlich ein Porno. Ja. Hey, Seraf. Das ist ja gar kein Porno. Oh, ein schlechter Porno. Mhm. Ich meine, er bückt sich. Mhm. Dr. Birkin, you come along with us quietly. Und sie kommen immer von hinten. This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Hold your fire! Hold your fire! Sind ja nur schon 20 Kugeln in ihm. Ach, das sind höchstens 5. What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. Ist das Hank? By the way? Mhm. Er ist also der Boba Fett der Resident Evil Serie. Er war halt der Chef von der Bande. That's correct, sir. Roger that. Just the samples then. Leg mich am Arsch, Nepp. Du musst verrecken mich. Ja, nee, das dürfen wir zum einen auch gar nicht, wegen Copyright-Gründen. Und aus anderen Gründen, Humanität und so, und ich würde im Gestrahl kotzen und dich wüst beschimpfen. Aber es wäre witzig. Es wäre nur witzig, würden wir es auf doppelter Geschwindigkeit nur auf Koks gucken. B.E. Eieieiei. Noch was? Aber immerhin habe ich alle Taschen gefunden oder so. Schon mal etwas. Ach Gott. Schweizer Militär. Seit wann kämpfen die Schweizer? Obacht, wir machen nicht bei eurem Krieg mit. Wir sind neutral. Ja, mal Ricola, lass mal Nazis machen, was sie wollen. Alter. Ach, AfD, die will doch nur spielen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt nochmal Hochwertiges finde, mache ich mir da Magnum draus. So gerne ich die Shotgun ja auch benutze, ne? Aber... Na gut, einen Schuss in die Brust. Die machen mich nass. Die haben dich gewaschen. Diese Schweine. Die haben mich gewaschen, die Säcke. Wobei die Anlage rückwärts gesehen irgendwie keinen Sinn ergibt. Ja, du wirst Fuß getrocknet. Ja, genau. Das solltest du erstmal nach rechts. Ach, oh, warte mal. Ich werde erstmal kurz hier lesen. Ich glaube, das will ich gar nicht lesen. Klingt irgendwie way too disgusting. Technisches Blabla. Technisches Blabla. Technisches EU. Guck mal, wir haben hier Godhand. Wir haben hier Baby Meteor. Wir haben The Brain und Zahn. Da kriegst du Zeug. Cheesepulver. Ein Cheesefilm. Und noch ein Typewriter und noch eine Kiste. Alter, wie oft kann man hier unten speichern? Ja, macht tatsächlich Sinn. Oh geil, zweimal hochwertiges Schießpulver. Ich mach mir Magnum-Munition. Fuck that shit.
Viel Spaß bei deinem Sextrip. Ja, ganz ehrlich, ich, ne... Du wirst es brauchen, vertrau mir. Dann nehme ich lieber das große Schießpulver, weil ich irgendwie nochmal normales finde. Und mach mir dafür meinen Matilda-Schuss. So, da haben wir hier alles. Dann mal gucken hier. Let's have a look. Ist voll geladen. Ja, wie ramponiert Lean jetzt auch mittlerweile aussieht. Aber es ist halt wirklich originalgetreu, wie es sein sollte. Nach zu dem Trip siehst du halt aus wie Scheiße. Zu Ada zurückkehren, das glaube ich ja nun nicht. Ada, ich stink nach Scheiße und ich wurde gewaschen. Waschen! Gott, nee, ich hab so ein... Er sagt, diese Scheißstimme sagt genau... Okay, das ist das größere Problem von beiden. Hoppla. Und es ist noch größer. Ich hab keinen Kran. Das ist nicht so groß, warte mal ab. Nice. I guess. Schießt ihn mit Wasserbomben? Säure. Guck ihn dir mal genau an. Du erkennst es. Ja, oh, das sieht so disgusting aus. Why? Er ist tasty. Annettes Birken Granaten. Wie frisch aufgeschnittener Bacon. Yes. But we never meant for this to happen. Tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. Warum hat er sich totgestellt? Wer? Birkin? Er muss ja totgestellt haben, wenn sie ihn da liegen haben lassen. Na, er war einen Augenblick lang halt Herzstillstand. Die hatten ihn ja wirklich als tot klassifiziert. We made the G-Virus, but we never intended this. Spin it any way you want. You're still responsible. Ja, ich hab mir schon fast gedacht, das macht ihn nur wütend. Knack! Wie ein Streichholz! Alter! Wollen wir erstmal zur Hilfe. Oh, Scheiße! Oh, fuck, das Ding hat noch mehr Arme. Und das ist doch nicht mal seine finale Form. Das nehmen wir mal Final vor. Hat die mich jetzt ernsthaft. Und da ist jeder Zombie-Mutanten-T-Rex aus Resident Evil 6. Scheiße. Oh, Scheiße. Ah, okay. Die Musik ist geil. Nice a punch hier. Suck on that! Muss irgendwie an seinen Rücken. Also im Bestfall halt die Augen, ansonsten gib ihm alles, was er hat und wirft noch was nach was zu machen. Hier liegt sogar Zeug. Ah, nein! Feuer! Ah! Indeed hot! Oh, Lian, geht da durch. Danke. Er ist so beautiful. Es sieht wirklich, es ist so cool. Keine Ahnung, was ich aufgesammelt habe, ist mir gerade Wurst. Wow. Okay. Shit. Mit dem Typen ins Wasser. Das hat echt keinen Schaden an mir? Okay. Die Musik ist so unglaublich geil und hier liegt überall Zeug. Du kaufst das auch alles. Oh oh. Nein, 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 nein. Spicy! This is spicy meatball! Er gibt
übrigens ein Achievement, wenn du ihn umlegst, so und dass er die Chance hat, auch was nach dir zu werfen. Ja, der Zug ist abgefahren, hol. Ich meine. Hast du das Achievement? Nein. Ah, shit! Oh. Oh, wie er gerade schön angetäuscht hat. Da hat er echt fies angetäuscht, ja. Oh, ich liebe diesen Bastard. Oh shit, vorne ist der... Oh nein. Ah, also wenn die Augen in der Mitte sind, hast du eigentlich noch den besten Sweet Spot zum draufhalten. Ja, ich glaube, ich habe noch ein bisschen was reingekriegt. Ja, doch, hat gut gezwiebelt. Glaub, ich habe noch ein bisschen was reingekriegt gerade. Also vom Indikator her kannst du immer davon ausgehen, je röter die Augen werden, umso kritischer wird's. Was wird das denn jetzt? Er möchte dir ein Geschenk machen. Ich lehne ab. Jesus! easy. Was habe ich sonst noch? Ich hab Brennstoff, das ist nicht so gut. Hey, komm, Leon! Leon! Pain! Ich habe noch eine Flashbang. Das funktioniert bestimmt bei seinem großen Auge. Solltest du aber nicht drauf pokern, dass der dich irgendwann craft. Fuck. Got him. Hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Kaff. Schnucki. Schnucki, du rennst. Renn, oh. Schnucki. Oh, er ist so beautiful. Es, Alter, vom Design her sieht er echt geil aus, muss ich sagen. Ich mache jetzt mal einen auf Biberbrüder. Den sehen wir bestimmt nicht wieder. Ich bin im Ohrenturm, ich bin sicher, ich kann es. Oh, attention, Duelists. He is still being an asshole. Oh, Magnum. Ja, da liegt noch ein Ring rum. Hast du recht. Lecker, jetzt habe ich alles. Ab dafür. Tschüss, du Fickschnitzel. Fick dich, Wahl. Fick dich, Wahl. Aber er hat irgendwie an die knapp 20 Magnum-Schuss gefressen, also. Ich nehme mir das so überhaupt nicht übel, dass sie mich mit diesem Fickmonster da allein gelassen haben. Ah, und jetzt sie gerade. You trust that bitch. What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. G-Virus. Es gab so schön an einem sich. Bullshit. Das ist Bullshit. Es ist schön, an einem sicheren Ort zu sein. That's bullshit. That's racist. Wir sind nirgends sicher. Das sagen dann weiße Leute. Wenn der Virus in die falschen Hände kommt, dann kriegt das irgend so ein Typ, wo nachher ein anderer Typ einfach einen Felsen prügeln muss. Das geht doch nicht. Ich liebe Felsen. Sie haben so einen Charakter wie ich. Wenn man jetzt echt mal drüber überlegt, wie das Ganze denn weiter resultiert. Anpusten. Oh, aber. Machen die mich nass! Du hast recht, hol rückwärts, macht das keinen Sinn! Weißt du, du kommst klatschnass da raus. Ich bin sauber! Ich stink nicht mehr. Cool. Ist hier nicht. Ist hier echt nur eine Inventarbox? Ist echt nur eine. Okay, ich dachte, hier wäre noch ein Dings gewesen. Ich hab so gut wie gar nichts mehr, aber ich nehme lieber noch ein Highlighter mit. Just in case. Och, du findest noch ein bisschen Muni. Die Heilung solltest du wirklich einpacken. Ja.
Glaube ich besser. Alter, Lien sieht noch ramponierter aus. Das, ey, ich finde sowas. Sorry, nach der Keilerei wundert's dich? Nein, natürlich nicht. Aber ich finde es schön, dass sowas beachtet wird. Ja. Weißt du, Ethan macht genau dieselbe Scheiße durch, nur eigentlich viel weniger. Und hat immer noch ein weißes Hemd. Ja, hat hier und da ein paar Fleckchen drauf. I was just thinking about you. That makes two of us. Das war die falsche Waffe. Ich habe auch gerade an mich gedacht. Einfach dieser Sass dabei. Cecilien. Tell me you got it. Oh, I got it. Dieser Sass einfach. Ja, ich habe auch gerade an dich gedacht. I ran into Annette. She claims you're not FBI. Muss ich dich leider umbringen. I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. Ich schipp die beiden so hart. Die haben den, ich glaube, die beiden haben echt irgendwann den weltaggressivsten Sex oder sowas. Werden sie auch. Sie haben auch was miteinander, beiden. Es ist Ken, dass sie gevögelt haben. Damnation! Ja, Leon, wo machen wir dort weiter, wo wir in jener Nacht aufgehört haben? Weiß nicht. Auf welcher Seite? Hast du dir gemerkt, wo wir beim Kamasutra waren? So in etwa ist es bei denen. Aber dieses Mal schluckst du nicht die Handschellenschlüssel. Nicht? JK, ich erschieß dich doch, oder was? Lol. Boing! Nio! And it's halb gone. Tot. Weißt du, halb tot, aber trifft trotzdem. Aber geht noch durch die Spüle, ist richtig. Oh Gott, Wasser! Die Frau hat beschissen, ist gar nicht nass. Die ist nicht sauber. Vom Wasser nicht gerafft. Ich weiß nicht, ich finde halt, Ada sieht aus wie eine absolute MILF. Ich weiß, ich bin da der Einzige irgendwie. Ja, nee, das war eine andere Stadt. Das war nicht der Krieg in Edonia mit Racy Sex. Take care of yourself, Leon. No! Ist das echt so passiert? Was denn? Dass Ada Freefalling macht? Nee. Also es kommt halt drauf an, welche der Kampagnen man gespielt hat. Ach so. Also eigentlich meinst du halt, sie wäre tot, dann drückt er ihr halt noch einen Kuss auf und lässt sie zurück. Und bei Claire war es dann halt so, dass sie sich eingemischt hat, um den Tyrant zu besiegen und wurde dann über die Klippe befördert, meine ich. That seems hot. Okay, Keks findet es zum Lachen. Nein, der Tyrant läuft gerade. Ich hab gerade meinen Tyrant vergeckt. Wo rennst du hin? Raus? Hä? Mach mal dein Inventar auf. Ja? Du musst in den Fahrstuhl. Hä? Inventar, nicht Karte. Ein Inventar? Ja. Your point? Hä? Beziehungsweise, nee, nicht mal Inventar. Ey, da hat doch den Fahrstuhl schon aufgemacht. Eben. Ach so! Wer ist einfach mit der Bahn gefahren? Mensch, das macht's mir jetzt nicht unnötig schwerer oder so. Gut, ich habe jetzt aber auch gerade wieder ein anderes Szenario im Kopf gehabt, wo du extra noch den Chip kriegst. Das verhudelt sich ein bisschen. Aber noch ein Flammenwerfer. Wir können immer noch froh sein, dass es nicht der Countdown aus Ratchet & Clank 3 ist. Das waren niemals 10 Minuten! Kabum!
Ja gut, hier muss man nicht sagen, der Counter ist wenigstens noch human. Früher musstest du da wirklich das durch eine gigantische Anlage rennen, wo dir wirklich noch alles entgegengeworfen wurde. Mit Tanksteuerung, das war ein Fest. Also jetzt gerade geht die Hälfte der Zeit gefühlt für den Aufzug flöten. Reicht aber hinten und vorne. Das Ding ist noch human. Ich will nicht wissen, wie der Timer in den Veteran aussieht. 2 Minuten. Ich würde es nicht beschreien. Good day, sir. Ja, ja, Moni kriegt er noch. Jetzt sieht sie ein bisschen aus wie Lara Croft. Wer? Claire. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Keine Ahnung. Claire, are you still there? Leon? Hey Leon, you're breaking up. Ich muss mal kurz 5 Minuten warten. Forget about me. Warum benutzt Umbrella auf fucking Skype? Damn it. Das waren die 90er. Mehr Messer. Gewesen, Skype gehabt. Warte, ist hier noch... Hä, hier ist noch mehr? Nein! Fucking Sammlerinstinkt! Fang nicht jetzt an mit der Scheiße! Ja, da ist noch ein Erste-Hilfe-Spray, ja bitte. Gönn dir. Ach nö, der Typ hat mich gesehen. Ach nö. Ein fucking Sammlerinstinkt kickt rein. Das ist jetzt echt nicht der Zeit dafür. Na, Heil-Items wirst du brauchen. Oh, cool, hier ist nochmal eine Kiste und ein Typewriter. Das ist nice. 45 Mal? Ich glaube, 45 Mal ist legit. Dreimal! Ja, ich krieg garantiert irgendwie Z oder sowas. C. Irgendwie so den schlechtesten aller Ränge oder so. Ach, oh, geil. C, ja. Die lungern hier auch noch rum. Mm. Good day, sir. Gut, dass ihr noch ein Messer auf Reserve habt. Ja, mit euch will ich nicht. Ihr seid so... Ich kann ja nicht an eurer fucking Grab-Range vorbei. Ja, nimm dir die Zeugenfackel, sie auf. Good day, sir. Dafür mit dem Insta-Kill, das ist, ne? Die Zeit sollte sie echt nehmen. Weil die Grab-Range von den Viechern ist einfach so asozial. Es ist Gemüse. Gemüse ist immer böse. Ey, nicht immer. Gemüse ist lecker. Und jetzt kombiniere die Kräuter sofort. Wieso macht dich das kirre? Nein, du brauchst den Inventarplatz nachher für Gerümpel. Brauchst Schade. Du glücklich. Schade, ich dachte, ich mach das kirre. Es macht dich gleich kirre, wenn du siehst, was noch auf dich zukommt. Das hatte ich damals bei Maximilian, wo er, Oh, hi! Lange nicht gesehen, möchtest du mal brennen? Aua! Spiel nicht mit ihm rum, Türm. Au. Mach die Mücke. Ich hab seinen Mantel angezündet. Das interessiert seinen Mantel einen Scheißdreck. Okay, da lacht er. Shit, da im Gang wäre was gewesen. Oh, die Musik ist geil. Ich mag vor allem die eine Trompete. Och nö, nicht schon wieder mein Gesicht. Na, du Ken. Ach nö, der hat mich schon wieder gesehen. Lange nicht gesehen, wie geht's seinen Zehen? Er hatte nie einen Hut auf dem Kopf! Warum auch immer, dass er bei dem nie einen Hut auf dem Kopf hatte? Wahrscheinlich hat er instinktiv beim ersten Mal draufgehalten. Aber ich habe jetzt die Trophäe nicht. Oh, der trägt sein Hütchen erst nur bei Festtagen. Aber mir trägt er sein Hütchen. Und dann denkt er sich so, mein Hütchen, noch eine Box? Ja, jetzt musst du dich für deinen Endkampf ausrüsten. Verbindungsstecker? Den musst du in den Aufzug stecken. Ah, geil. Ich guck noch mal kurz. Zwei Plätze gönnen sie dir nicht. Und sobald das Ding steckt, fährt es. Rüste dich aus. Ja, 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 ist ja gut, chill. Mach dich nicht feucht. Doch. Ich mach dich gleich rund. Jetzt noch mal ein Holzbretter mitnehmen und sowas. Planke! Du spielst Schach mit ihm. Plankt. Ach, 60 ist Maximum. Okay. Ich nehme noch das letzte Erste-Hilfe-Spray mit.
Just in case. Du wirst es benötigen. Am besten noch das grüne Kraut mixen. Ach ja, ja, warte mal. My time is running out. Ach, 6 Minuten ist noch solide. Oder hab ich gelogen? Oder hab ich? Hab ich? It was me all along. Sag du es mir. Pull the Hebel, Kronk. Das ist also nice. Nur so der letzte Arsch-Faktor. 2 Plätze darfst du nicht belagern. Ja, davor brauchst du erstmal so einen dicken Stecker. Steck ihn rein. Und bitte zieh den Hebel von, das wird jeder von uns an dieser Stelle. Oh, Scheiße. Siehst du, ich hab seinen Mantel abgefackelt. Das ist der weltlangsamste Fahrstuhl. Das macht mich wütend. So sick of your bullshit! Don't you fucking clothesline me, dickhead! Not, not! Big Nut, Nut! Aua! Ich hab meine Finger hier geschneiden. Nut, Nut. Oh, oh, oh! Scheiß auf Kopftreffer. This is some beefy shit. Boah, die Musik ist so gut! Ja. Nee, warte, machen wir so. Oh ja. Das Gute ist es. Original. Das Gute ist halt, wenn du den. Jesus! Halt mal kurz. Bist auf dem Halt mal kurz reingefallen. Oh, fuck. Ja, oh, geil. Das ist ein Insta-Kill-Move. Na, du warst aber auch schon halb unten, meine ich. Ja, aber wie soll ich dem denn ausweichen? Nein, ich möchte nicht deine verkackte Assistentenscheiße. Müsstest mal abpassen. Ab und zu liegen so ein paar Steine ein bisschen quer mittig. Da kann sich auch jemand verstecken. Okay, also. Waren da gerade Steine? Ich hab da keine gesehen. Ich weiß es gerade auch nicht. Ja, ich bin schon gelaufen, also. So, das war merkwürdig. Im Zweifelsfalle, wenn er gerade halt so diese Ich rage mich auf Pose vormacht, immer schon aufs Herz drauf halten, können ihn auch zum Strugglen bringen. Okay, versuchen wir das mal. Das Geilste ist, dass du echt Katzen so skippen kannst. Das ist schön. Und schmeckt nach Pudding. Die Musik ist auch so fucking gut. Fuck my FNAF. Warte, davon habe ich nur noch 6 Schuss. Aua! Also eigentlich ist es bei ihnen mehr so das Herz, der anstatt der Kopf. Ja. Also mehr auf die Brust. Oh ja, ich sehe schon. Der Mann ist halt ein ziemlicher Herzloser. Dafür hat er aber noch eins. Naja, das hängt doch so rum als Deko. Spicy. Ah, hier. Ja, geile Steine. Also wenn du halt unten bist, solltest du halt wirklich auch direkt mal ein Heilkraut nehmen. Ah, deswegen wahrscheinlich. Ich hab den Stein. Ja!
Yes, okay, so geht das. Naja, also halt je nachdem, wo er halt gerade steht, kannst du dich halt in einen Stein hinstellen und zerstört er halt den Stein anstatt dich. Ich hab das Gefühl, er mag dich nicht. Nee. Come on. Okay, jetzt ist aber mal wieder eine Heilung nötig. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, unten. Ja, du bist schon ziemlich unten. Das auch. Miau. Oh, ein Geschenk. Oh. Oh, ein Geschenk von Weihnachtsmann. Ja, Weihnachtsfrau. How did you... Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Buch geschickt. Oh. Alle Kinder lieben und aua. Die Frau mag, weiß, was du magst. Boah. Merry Christmas, du Tier! Merry Christmas! Alles Gute zum Geburtstag. Jesus! Obliterated! Oh, gut, dass ich noch einen davon über hab. Dankeschön. Finde ich schön, dass da nochmal so eine Masse mich begrüßen wollte. Shit. Ja, die wollen halt applaudieren. Gotta get out of here. Gotta get out. Gotta go. Aber sagen wir mal ehrlich, das Finale mit dem Raketenwerfer macht immer noch mehr Sinn als das Finale von The Evil Within. Das ist ja nicht mal das Finale. Nein, nie. Also wenn du den zweiten Durchlauf machst, dann kriegst du halt noch den richtigen Kampf. Ach du Kacke. Da fehlt noch einer bei ihm. Ich kann nicht glauben, dass ich sie wirklich vermisse. So, der schlechteste erste Tag meines Lebens. Kündige. Claire! Mädchen, das ich nicht kenne. We made it. Just like I said we would. Credits. Also quasi... Die Enttäuschung. Also man müsste jetzt quasi einmal mit Claire, dann nochmal mit Leon und dann nochmal mit Claire, oder wie? Nö, also es würde auch reichen, wenn du bei Claire einfach als zweiter Durchlauf startest. Okay. Also du musst halt nur den zweiten Durchlauf gemacht haben, damit du da halt standardmäßig noch den letzten Kampf kriegst, der war da bei beiden identisch wäre, und dann hast du auch die passende Cutscene dazu. Ah. Also müsste ich jetzt Claire B? Im Prinzip könntest du Claire zweiter Durchgang einschalten. Dann hast du auch komplett die ganzen Veränderungen, die du normalerweise dann halt auch bei zweiter Durchlauf Leon hättest. Also kann ich mir, ist es bei B quasi egal, ob ich es mit Leon oder Claire mache? Also zweiter Durchlauf ist egal, mit wem du es machst. Achso. Ja, dann würde ich es denn mit... Also technisch gesehen könnte ich jetzt, wenn ich denn... Claire streame, ne? Könnte ich also auch gleich den zweiter Durchlauf machen? Das Ding wäre jetzt halt, würdest du den zweiten Durchlauf starten, hättest halt veränderte Bedingungen. Können wir die, halt noch eine andere. Können wir die Credits bitte noch mal ein bisschen zurückschrauben? Da war ein Typ namens David Corkman. Bestimmt war der da. War bestimmt. Er? Hol, war ja, er? Ja. Ich screenshot dir das. Wie denn? Ich mach das. Ich nehm das hier gerade auf, du Fickschnitzel. Tust du nicht. David Cockman. Ja, ja. Der Hunger röstet sein Gehirn. Ey, ihr habt das doch auch gesehen. Den Cockman. Seit wann lesen die Credits? Ich hab das zufällig gesehen gerade. Ohne Scheiß, der hieß Cockman.
I'm not kidding! Ach, jetzt guckst du aber rum. Okay, was kommt hier? Ich skip mal die Credits, ja. Bevor ich noch so einen Cockman finde. So. Das ist jetzt der Teaser nach dem Motto, mach einen zweiten Durchlauf, du Sau. Ja. Oh, B. Ein B. Ist okay. Ja, doch. Dennis Kennedy, Spielmodus Standard, 6 Stunden 36, 48, Quatsch, 45 Speicherdinger. B. Bebe. Bebe. Babys. Nee, aber Fazit, this game's so fucking awesome. Hm. Also, Alter, das ist im Grunde das, was ich immer wollte, dass Resident Evil ist. Na, warte mal, was habe ich denn hier? Endloser Regen, das habe ich ja alles erfolgreich gehackt. Ich brauche eine Dusche. Boah, ich hab Kostüms für Leon und Claire freigeschalten? Ja. Alternative Outfits. Ah, hier. Spielmodus Claires Kampagne, zweiter Durchgang. Kostüm Leon normal anpassbar. Waschbärbekämpfung. Das finde ich so cool. Unterstützt ihn jetzt nicht auch noch. Da, es gibt keinen Cockmann. Sie haben ein neues Spiel, zweiter Durchgang freigeschaltet. Wählen Sie im Hauptmenü unter Kampagne aus. Ende bestimmten Abschnitte des Spiels unterscheiden sich vom ersten Durchgang. Also müsste ich jetzt quasi neues Spiel, zweiter Durchgang. Und muss ich so oder so Claire machen. Habe ich gar keine andere Wahl. Du könntest auch ein neues Spiel machen und Claire starten, dann hättest du halt so dieselben Rätsel und Begebenheiten wie bei Leon. Nee, das wäre ja blöd. Und wenn du halt mit ihr den zweiten Durchlauf direkt so nimmst, dann hast du halt einen komplett anderen Start. Es ist auch ein bisschen anders mit den Rätseln etc. Ja klar, weil sie ist ja komplett, sie startet ja auch komplett woanders als Leon. Nö, das hat ja damit nichts zu tun. Na, die werden doch zu Anfang getrennt. Ja, aber würdest du jetzt ein normales Spiel, erster Durchlauf machen, dann wären halt die Rollen vertauscht. Sie würde dann eben am Tor stehen, er steht vorne. Ach so. Na, wie schlägst du dich dran so her? Und der zweite Durchgang ist dann halt so nach dem Motto, tatsächlich der andere ist schon vorgegangen. Ah, es ist also quasi wirklich, jetzt als Basic für was für ein Stream am interessantesten wäre. Würde ich jetzt also bei zweiter Durchgang mit Claire würden ja die Leute am meisten noch Neues sehen. Ja. Gut, also dann es wäre halt verteilt, du hättest dann halt auch noch eine andere Waffe zusätzlich. Zum Beispiel, Leon würde eine andere Pistole bekommen, sie kriegt eine andere Colt. Oh. Nee, aber das finde ich geil. Gut, dann machen wir das nächste Mal so. Dann machen wir, oh Gott, das sind die benötigte die Zeit. 5 Stunden für A. Du musst das Spiel wirklich speedrun. Alter. 5 Stunden? Ja, hier es steht hier bei Ergebnisse. Steht 5 benötigte Zeit für A 5 Stunden, B 8 Stunden. Ach. Ich war also gar nicht mal so weit weg. Anderthalb Stunden war ich. Scheiße, ich war beim letzten Run mit Claire irgendwas mit 4 Stunden 40. Dann warst du A. Müsstest du mal gucken, wie viel dir bis B gefehlt hat. Bis S. Oh, Kostüme, kann ich die sehen? Ja gut, für S müsste ich dann aber auch weniger speichern, meine ich. Ich speichere halt sehr oft. Anpassbare Outfits, nee, wie cool. Ich glaube, ich nehme dann aber die alternativen Outfits. Claire sieht da scharf aus. Also meinst du im Top, nicht in diesem Retro-Etwas? Ja, das ja, dieses, was auch immer. I don't care. Looks hot. Ich finde, sie ist viel zu dürr dafür. Ist sie auch. Ist sie auch. Plus dazu, es ist nicht Retro. I don't fucking care. Nein. I don't fucking care. It's my boner. Du musst ja auf den Hintern starren. Ist my boner, not yours. Nee, aber ja, ich mache hier für heute Feierabend. Ich wollte so lange. Ich wollte definitiv. I wanted to. Weil das Spiel ist so fucking geil.
Und beim das nächsten Mal machen wir auf jeden Fall dann Claire B, also Claire zweiter Durchgang. Und ich glaube, denn die anderen Sachen, das spiele ich selber mal. Wenn mir danach ist. Muss ich mal gucken. Weil, also, wenn Hohl sagt, wir hätten jetzt am meisten davon, wenn wir jetzt hier Claire zweiter Durchgang machen, dann. Ne, dann machen wir das. Naja, also da sind jetzt halt die Rätsel anders. Manche Begegnungen vom Startpunkt sind halt auch verändert, etc. Etc. Andere Gegner wahrscheinlich, ja, also andere Bosse. Tatsächlich kriegt sie naturgemäß halt auch noch andere Bossfights. Aber ja, das hat klar. Mit zwei Durchlauf nichts zu tun, bis auf das Ende. Ja, eben, weil sie kann ja zum Beispiel nicht gegen diesen Alligator kämpfen. Den hat sie gar nicht. Nee, eben. Dafür hat sie halt mehr mit Birkin zu tun. Oh, geil, mehr Zahnarzt. Und sie trifft Irons. Wird ja mal besser. Hm. Nee, aber immer hier fort.